Ja Leute, herzlich willkommen zurück. Gibt es jetzt nicht wirklich was, ne? Leitzentrale am ankommenden Frachter. Nehmen Sie Ihren Platz in der Warteschleife ein. Ja. Weniger Schussenergie. Dafür aber halt eine höhere Feuerart und die haut halt rein. Naja gut. Ja dann. Ja, war ja klar, dass das Ärger gibt. Mit dieser EOLA. Menschling, wir haben deine Co-Pilotin. Sie hat große Schulden und kann nicht zahlen. Eigentlich müssten wir sie dafür umlegen. Wenn du das verhindern möchtest, musst du einen Auftrag für uns erledigen. Flieg ins Hulot-System. Dort wartet schon jemand auf dich. Ja, super. Eieieiei. Aber vorher mache ich die Quest. Diese Side-Quest. Weil das zur Story gehört halt. Naja. Ja gut. Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. Mhm. Oder er wird gefeuert. Mhm. Da kommt Venturas Kreuzer. Baylona, Söldner an Ventura, bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Baylona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten, das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus, er ist gefeuert. Knallhart, ja. Ausgezeichnet! Nun hat er niemanden mehr, der ihn beschützt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Schiff zerstört. Haben die mich tatsächlich gerade fertig gemacht? Das ist ja hart. Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. probieren wir es nochmal, ne? Da kommt Venturas Kreuzer. Baylona, Söldner an Ventura, bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Baylona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten, das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus, er ist gefeuert. So wird das nichts. Das ist schräg. Aber gut. Muss ich anders fliegen? Du kommst genau richtig. Ventura müsste jeden Moment hier auftauchen. Man kann das nicht wegdrücken. Wie ist der Plan? Ganz einfach. Ich werde ihn kontaktieren und noch ein letztes Mal versuchen, die Kündigung auf friedlichem Wege zu übergeben. Was er aber mit Sicherheit nicht akzeptieren wird. So oder so. Entweder akzeptiert er die Kündigung oder er wird gefeuert. Da kommt Venturas Kreuzer. Baylona, Söldner an Ventura, bitte kommen. Mein Boss möchte gerne wissen, was euer Begehr ist. Ich überbringe eine Nachricht des Baylona Verwaltungsrates. Ventura soll hier und jetzt seine Kündigung akzeptieren. Ventura lässt ausrichten, das Gesindel solle sich entfernen. Dann richte ihm aus, er ist gefeuert. Was zur Hölle? Ausgezeichnet. Nun hat er nie... Ist mein Schiff so schlecht? Hm. Wo ist denn das automatische Speichern? Ah, das ist hier noch. Okay. Ja, gut, dann machen wir das anders. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir tatsächlich vielleicht ein Artefakt organisieren? Menschling, wir haben deine Co-Pilotin. Sie hat große Schulden und kann nicht zahlen. Eigentlich müssten wir sie dafür umlegen. Wenn du das verhindern möchtest, musst du einen Auftrag für uns erledigen. Flieg ins Hulot-System. Dort wartet schon jemand auf dich. Das gilt es halt auszuprobieren, wie gesagt, wegen diesem Bug mit den Flak-Missionen. Speichere ich das jetzt hier nochmal extra ab. Guck, ob das andere vielleicht erstmal noch funktioniert, so. Aber wird ja Sinn machen, dass ich mehr Waffen jetzt mit mir schleppen können muss, ne? Entsprechend muss ich wohl leveln langsam mit den Artefakten. Ehre, Menschling. Bist du der Neue? Dann komm her. Es ist alles vorbereitet. Wir warten nur noch auf Cabro. Ramirez ist ein großer Krieger, ein Pirat, so wie ich. Naja, er hat mir schon das eine oder andere Mal den Rücken freigehalten. Ich kann ihn ja fragen. Keine Ahnung. Hat irgendwie Ärger mit einem Schuldner. Wer? Das geht mich nichts an. Frag Cabro, wenn er auftaucht. Auf Cabro und die anderen. Ramirez Partner. Da kommen die anderen. Gleich geht's los. Menschling, deine Aufgabe ist ganz einfach. Du bleibst bei uns, tust, was wir sagen und hältst die Klappe. Okay. Krieger, hört mir zu. Wir werden einen Frachter abfangen und die Ladung übernehmen. Zuerst erledigen wir die Eskorte, dann den Frachter. Verstanden? Dann los! Na, jetzt müssen wir uns sehen. Da ist der Frachter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Passt gut auf mich auf, Menschling. Wenn's mich erwischt, ist deine kleine Freundin auch dran. Wir machen die denn trotzdem noch fertig, oder wie? Du kannst ja schießen, ne? Container, 200 Tonnen. Kann ich gar nicht so mit anfangen. Schießt da weiter drauf, ne? Ihr habt doch gefragt. Was wollt ihr noch? Lass mich endlich in Ruhe, verdammtes Fuck! Erledigt die Leute! Kein Gestell! Er ist auch ordentlich runter. Das war's, Menschling! Wir übernehmen die Fracht und du fliegst in das Cabrakol-System. Ramirez wartet dort in der Lobbybar der Handelsstation. Er erklärt dir alles Weitere mit EOLA. Hier sind die notwendigen Systemschlüssel. Ja, alles klar. Das war auch schon wieder so eine knappe Aktion jetzt. Was muss ich da noch rüber? Okay. Und dann erstmal weg hier. Jawohl. Piraten kann ich jetzt noch gar nicht bekommen, oder? Verdammt. Der hat gesessen. Ich benötige wohl ganz dringend ein Artefakt. Das habe ich ja erledigt. gucken, wo ist denn da der letzte? Da ist der Frachter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Passt also gut auf mich auf, Menschling. Wenn's mich erwischt, ist deine kleine Freundin auch dran. In der nächsten Folge.